Grüß dich. Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Heute geht es nach Österreich, aber wohin es genau geht und alles weitere nach dem Intro. Jo Leute, heute geht es nach Österreich. Heute ist eine Tagestour geplant. Und zwar geht es nämlich zum Großglockner. War ich selber noch nie. Die Maut kostet 28 Euro. Ich bin mal mega entspannt. Seit 2 Jahren wollte ich dahin. Ich habe es bisher leider noch nie geschafft. Auf alle Fälle, ich lasse mich überraschen. Max ist mit dabei. Wir sind heute zu viert unterwegs. Lukas und Simon auch. Lukas ist ein guter Bekannter, der uns die Tour vorgeschlagen hat. Oder der sich da besser auskennt. Und Simon kenne ich persönlich noch gar nicht. Der hat sich der Gruppe einfach mal angeschlossen, weil er gesehen hat, dass wir Großglockner fahren. Da hat er Bock drauf gehabt. Jetzt fährt er einfach mal mit. Wir sind jetzt noch in der Ramsau. Ich melde mich später nochmal, aber später gibt es noch ein Update. Republik Österreich, Leerwand. So Leute, Lukas fährt jetzt vor. Er übernimmt mal die Navigationsführung, weil mein Handy mir ausspuckt kein GPS-Signal. Und ich, Großglockner, noch nie da war und ich kenne mich hier nicht aus. Und unser Tourenguide, unschwer zu erkennen am Koffer. That's a thick ass boy! Der schon die ein oder andere Tour mehr gefahren ist als ich, fährt er vor. Finde ich ein bisschen nervig. In Italien damals unten auch, bist irgendwo hingefahren, durch einen Tunnel, nach einem Tunnel, kein GPS, muss stehen bleiben, weil das Handy das nicht überreißt. Und es ist einfach die Technik. Anyways, ich hoffe, dass das Wetter sich hält, weil irgendwie könnte schöner sein, aber solange es nicht regnet, ist es eh wurscht. Ja, Hauptsache man navigiert jetzt wieder, oder? Mein Gott, soll unser Tourenguide vorfahren, er kennt sich aus. Übrigens, Lukas ist auch derjenige, der mir die ganzen Tagestouren geben wird und der mir schon welche gesagt hat, die ich schon gefahren bin. Eben, zum Beispiel heute oder Söldpass, wo ich war, hat er sich zusammengestellt. Vielen Dank schon mal dafür. Irgendwie eine Tagestour reizt mich schon, ehrlich gesagt. Einfach mal für einen Tag daheim weg, was anderes sehen, ist geil. Gefällt mir richtig gut. Ja. So Leute, kurz verfahren, macht aber nichts. Jetzt fahren wir noch zur Tankstelle, tanken noch kurz den Hobel voll und dann sind es nur noch 36 Kilometer und dann sind wir oben und dann bin ich gespannt. Großglockner Hochalpenstraße geöffnet, das ist sehr gut. Beginn der Großglockner Strecke, Jux! Wir sind da! Oha! Schön! Da fängt die Großglockner Straße ja schon schön an. Ja, die Kurven sind noch ein bisschen nass. Vielleicht ein bisschen mit Vorsicht fahren. Höllbach, 1096. Servus, grüß dich. Jetzt geht's bergauf. Auf den Gipfel. Au, Maut, jetzt wollen zergült an. It's payday. Und rechts ein schöner Wasserfall. Damn, boy. Tatsache, 28 Euro. Willkommen auf der Großglockner Alpenstraße. Auf alle Fälle für 28 Euro hoffe ich, dass da einiges kommen wird. Viel davon gehört, ich war noch nie da. 28 Euro. Für was? Ich glaube, mich lasst der Affe. Oh, ein Sticker hat es auch noch dazu gegeben. Also für 28 Euro will ich was sehen. So, der Aufstieg beginnt. Damn, boy. Oh ja, it's maybe slippery. Oi, da ist das geil! Wenn es trocken wäre, wäre es noch geiler. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig in den Kurven. Wahnsinn, hammergeil!
Und hier rieche ich schon die ersten Bremsen. Alter, was für eine Aussicht, jetzt sind wir noch nicht mal oben. Das ist eine Aussicht. Mega geil. Hochmais, 18,50. Ja, aber es wird schon ein bisschen frisch. Aber schau dir mal diese Landschaft an. Hammer. Ich weiß gar nicht, warum ich es so lange vor mich hergeschoben habe. Seit 2 Jahren will ich hierher fahren. Jetzt bin ich hier, schlechtes Wetter. Kehre 8 Hochmais, 1928. Über 0. Alter. Kehre 9 Hexenküche, 2076. Oh nee. Oberes Nassfeld. Ja, nass ist es hier. Oben warten wir mal auf die anderen. Maxl ist hinter mir. Aber ich merke schon langsam Leistungsverlust. Jetzt nicht extrem, aber die Höhe. Ne, letztes Jahr sind wir von Italien heimgefahren über ein Penzerjoch. Der war auf 2200, glaube ich. Und da habe ich den Leistungsverlust aber auch schon gemerkt. War jetzt nicht extrem, aber man hat gemerkt, der Motor zieht nicht mehr so richtig. Dann warten wir mal auf den anderen. Warten wir kurz, hä? Ja, Frühschwärz. So Leute, da oben ist die Edelweißspitze, höchster Punkt von der Straße. Da fahren wir jetzt hoch. Kehre 1, Edelweißspitze, 2445. 2536 Meter. Ne Leute, das finde ich cool an die Tagestouren. Dass man halt zu Hause nicht immer die gleichen Strecken fährt. Mal eine schöne Abwechslung. Im Moped einfach mal ein bisschen die Welt erkunden. Muss ich ehrlich sagen, seit Italien doch hat es mich gepackt, dass ich das definitiv öfters machen will. Ich bin heuer auch schon eine Tagestour gefahren. Das ist die zweite hier, Großglockner. Ich werde zeitlich vielleicht nur eine noch schaffen heuer. Eine, vielleicht zwei, hoffentlich drei. Aber es ist einfach privat, beruflich schwierig von der Zeit her. Bock habe ich auf alle Fälle. Mal ein bisschen aus dem Alltag raus, wird auf alle Fälle noch viel, viel mehr kommen. Willkommen am Großglockner. Nee, ist geil. Aktueller Plan oder nächster Plan, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, durch den Tunnel, durch den anderen Tunnel. Und dann geht es hinten runter zur Kaiser Franz Josef Höhe. Da ist dann noch eine Gletscherzunge, da fahren wir jetzt noch hin. Und dann kehren wir wahrscheinlich vielleicht irgendwo noch ein. Ein bisschen aufwärmen. Ist nämlich gar nicht mehr so warm. So Leute, Edelweißspitze mit einer grandiosen Aussicht. Unten der Wasserfall, ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, doch, hat was. Für 28 Euro kann man mal machen. Edelweißhütte. Maxl wartet auch schon und jetzt kommt der Regen. Na ganz toll. Wieder Top-Wetter ausgesucht, aber macht nichts. Was halten Sie von der aktuellen Wettersituation? Nee, super. Findest du es nie lewand? Ja, ich bin mit allen heute zu sehen. Haben wir alle geschickt? Ja, ein Regenmodus. Ja, der ist hier und hier. Oh ja, rutschig. Ja, eigentlich wollten wir gestern fahren, gestern hat aber auch Regen gesagt. Jetzt sind wir hier in der Hoffnung, dass das Wetter besser wird. Nein, natürlich nicht. So, mit der Törl-Tunnel auf 2327 Meter. Der erste von zwei Tunneln, da oben kommt der nächste. So, der zweite Tunnel verbindet die Bundesländer, ich glaube Salzburg und Kärnten. Keudis. Der gute alte Händewärmer. Man hat ja alles da. Genau, da ist der Kreisverkehr. Wir fahren geradeaus drüber. Links geht es nach Heiligenblut runter. Da werden wir aber nicht runterfahren. Wir werden dann den gleichen Weg wieder zurückfahren. Hoch und dann heim. Wir fahren jetzt aber erstmal zum Gletscher hinter. Machen da eine Pause. Essen vielleicht was. Und dann schon wieder langsam auf dem Heimweg begeben. Genau, da unten ist Heiligenblut, da werden wir aber nicht hinfahren.
Vielleicht ein andermal, wenn wir mehr Zeit haben und wenn schönes Wetter ist, aber heute denke ich nicht. Da fahren wir den gleichen Weg wieder zurück. No, 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 no. Wir schotzen aus, weil wir wirklich dahinter gefahren. Ja, dann fahren wir weiter. Ja, Leute, dann auf im Regen. Schaut schon gut aus. Eieiei, lecco mio. Alter Falter. Mega geil. So, Kehre 1, 2185. Da hinten ist der Gletscher. Und genauso frisch ist es hier oben. Jetzt wird hier irgendwie kalt. Weg mit dem Karriere. So Leute, kleine Planänderung. Wir fahren jetzt ins Parkhaus. Hoffentlich ist sie umsonst. Hey, ohne Gebühren. So Leute, den Gletscher habt ihr gesehen. Das war die Kaiser-Franz-Josef-Höhe, wenn mich nicht alles täuscht. Auf alle Fälle heute mal bei nicht ganz so guten Witterungsbedingungen eine Tagestour gemacht. Was aber gar nichts macht, weil mit der Aussicht wird man schon entlohnt. Das war das Ende von der Strecke. Wir fahren jetzt heim. Damn boy, was bist du denn? Auf alle Fälle, Freunde, das war's mit diesem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da, lass ein Like da, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Mit dieser Aussicht verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.